Hallo Messerfreunde, einen schönen guten Tag. Ich darf mal wieder ein Messer vom Arthur in die Kamera halten. Eins von QSP und zwar das Tukan, das QS113. Ein Outdoor-Messer und da wollen wir uns zuerst mal die Scheide angucken. Wir haben hier eine sehr gut verarbeitete Kydex. Mitgeliefert wird dieser TecLock-Adapter, der sehr gut funktioniert. Hier oben eine Schiebesicherung hat, dass man ihn nicht öffnen kann, was ich für sehr gut empfinde. Alles sauber verarbeitet. Und jo, da gibt es sonst nichts zu sagen. Hier vorne das QSP-Logo, Drainageloch, es ist alles vorhanden, was eine gute Scheide braucht. Jetzt mal zum Messer. Hier ist das gute Stück. Ein klassisches Outdoor-Messer, wie ich denke. G10-Griffschalen, die abnehmbar sind, unterlegt mit orangener Fiber. Der Stahl ist der neuen CR14 MOV. Ein gutmütiger Stahl, der einiges aushält, aber auch leicht nachzuschärfen ist. Er wird jetzt die Kante nicht so halten wie ein 440C oder in der Art oder ein D2, aber sicher ein ausreichend stabiler Stahl für solch ein Messer. Wir haben hier wieder mal einen konturierten Griff, der angenehm in der Hand liegt. Wir haben einen Chimping auf der Klinge, was nicht so aggressiv ist, aber trotzdem sehr gut funktioniert. Wir haben auf der einen Seite das QSP-Logo, auf der anderen Seite den Stahl gemarkt. Und wir haben einen Lanyard Hole, das hier hinten einfach am Griff ausgespart wurde und richtig groß ist, dass man ein richtig dickes Paracord durchziehen kann. Die Handlage ist gut. Und jetzt wollen wir mal noch kurz was zu den Maßen sagen. Die Klinge hat eine Stärke von 4 mm. Sie sollte 103 mm lang sein. Das ist sie auch. Und wir haben eine brauchbare Schneide von eben solcher Länge. Eine Gesamtlänge haben wir hier von 200 knapp 18 mm. Und der Griff ist satte 15, ja, knapp 16 mm dick. Das Messer kostet unter 60 Euro oder knapp 60 Euro und dafür bekommt man sehr viel Messer fürs Geld. Wir haben eine ausreichend stabile Spitze und wir haben eine schöne baurige Klinge. Ich habe hier ein Stückchen Holz. Mal gucken, wie das so funktioniert. Diese Messer haben ja in der Regel eine sehr stabile Schneide, aber trotzdem funktioniert das leidlich gut. Jo, funktioniert. Ich werde mal noch kurz hinter der Schneidphase messen, um da mal einen Wert zu ermitteln, was mit einem Messschieber immer schwierig ist.
aber wir haben hier so 0,6 mm, was ein guter Wert ist. Wir haben einen Flachschliff, der vom Rücken nach unten gezogen ist oder der ganz bis zum Rücken hoch geht. Anscheinend kann man auch einen Feuerstahl mit anreißen, habe ich jetzt gar keinen zur Hand, ist aber auch nicht schlimm. Ein sauber verarbeitetes Messer für unter 60 Euro, da macht man nichts falsch. Die Scheide ist in meinen Augen sehr gut, das Tragesystem ebenso. Mal kurz noch mal auf den Techlock zurückzukommen. Wir können hier mit diesen beiden Stegen können wir die Gürtelbreite verändern, sodass da auch schmale Gürtel gut durchgehen. Hat man denn einen längeren, dann müsste man einen breiteren, der breiter ist wie hier die maximale Durchführbreite, das sind 32 mm, hat man 50 mm Gürtel, dann entfernt man einfach einen dieser dieser Stege und dann passen auch breitere Gürtel durch. Jo, das wäre es eigentlich im Großen und Ganzen gewesen zu dem QSP Toucan. Ein, wie ich meine, gelungenes Messer für einen schmalen Taler. Das Messer bekommt man für unter 60 Euro und da kann man gar nicht meckern. Jo Leute, das wäre es eigentlich schon gewesen. Vielleicht noch so viel, die Scheide ist passgenau, da kann man gar nicht meckern. Das wären so mal meine Eindrücke vom Toucan QSP QS113. Ein durchaus taugliches Messer für einen schmalen Taler. Ich danke euch fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal, deine. Tschüss.